Ja, diese Pläne waren ja schon vorhanden von diesen Menschen. Wir wissen ja, dass es eben schon diesen St. Georgsorden gibt, wo sich schon einige Politiker zum Ritter schlagen haben lassen, wo sie eben diese Idee schon wieder gehabt haben, wieder eine Monarchie zu installieren in Österreich. Und diese Suppe haben wir ihnen verkocht. Es wurde am 4. April wurde ein Bundesstaat Deutschland gegründet, wo man versucht hat, alle 26 Erbländer wieder einzunehmen. Dem Ganzen habe ich am 5. April widersprochen, weil wir ja inzwischen schon unsere Staaten gegründet haben und die hätten uns einfach annektiert, ohne dass wir einmal gefragt werden waren. Und es wäre ja nationalsozialistische Wiederbetätigung gewesen, weil wir nach wie vor an dieses Anschlussverbot an Deutschland gebunden sind. Also ich musste dem ja auch widersprechen.